Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Assassin's Creed 3. Ja, wir sind, glaube ich, nicht mal hier stehen geblieben. Ist ja auch egal. Und wir waren auf dem Weg. Ne, wir hatten halt das zu erledigen. Ich weiß noch nicht mehr genau was. Was muss man denn machen? Hauptmission. Ah, okay. Dann machen wir die Hauptmission. Was haben wir denn hier? Herrenhaus. Ja, dann gehen wir da und dahin. Machen wir beides. Einer schrieb mir in die Kommentare, dass man sich ein Pferd herbeirufen kann, aber ich habe immer noch keine Ahnung, oh, wie das geht. Nein, das wollte ich nicht. Wie soll denn das funktionieren? Nein, so geht's nicht. Ist ja Wumpe, ist es doch. Ich bin ja eh in der Nähe. Von daher, das sollte passen. Ja. Sonderlich viel ist ja nicht passiert in der letzten Zeit. Tut mir leid, dass eine Folge komplett verschwunden ist. Da kann ich leider nichts für. Die Rohaufnahme ist weg. Das gerenderte Video ist weg. Es ist einfach alles weg. Aber so sonderlich viel ist da eh nicht passiert. Von daher macht es jetzt keinen großen Unterschied. Oh, da ist ein Pferd. Und da ist ein Hund. Ich nehme aber das Pferd. Kann ich den Hund reiten? Kann ich interagieren? Wir müssen da. Glaube ich. Da lang schon mal nicht. Nein. Hopp. Ja. Interessant. Aber dieser blöde Schnee geht mir echt auf die Nerven. Das ist unglaublich. Übrigens, ich habe mir jetzt neues Equipment besorgt. Falls dem. Was? Wie Bäume und Arme wie ein Schmied. Hat mir fast die Hand vom Leib geschüttelt. Da konnte ich es fühlen, als ich ihn traf. Keine Waffe konnte dem Mann ein Leid zufügen. Alles klar. Okay. Was ich sagen wollte, ich habe mir neues Equipment besorgt. Ich habe neues Mikrofon. Vielleicht fällt es auf. Falls ja, schreibt mir das in die Kommentare. Und ich habe ein bisschen an meiner Videoqualität geschraubt und gefeilt. Ich hoffe, die passt jetzt besser. Und die gefällt euch dann auch dementsprechend. Oh, hier ist Achilles. Hi Achilles. Was geht, Bruder? Bruder! Hau ab! Warum sind die eigentlich immer so assi? Sagte, hau ab, Bursche! Sprichst du das Königssprache nicht? Hab sie dich gesehen, alter Mann. Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. Oh ja. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manier. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia, Bursche! Das Phantom der Nordmeere! Oh ja. Das Boot. Die Black Boot? Pearl. Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles instand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig okay. bist. Okay. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Sie, Bursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Mhm. Wie lange bis es Sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Okay, übertreib mal jetzt nicht. Ich besorge die Crew. So, wo muss ich was besorgen? Ach, da oben. Wo ist denn mein Pferd jetzt hin?
Wo ist das scheiß Pferd? Diese Musik im Hintergrund, die macht mich ein bisschen wahnsinnig. Hauptsache, der Konrad, der kann so schnell rennen durch Schnee, Eis, Sommer, Sonne, alles. Ist ja auch egal. Der Junge rennt und rennt und rennt. Und schön ein doofes Pferd fahren. Ja. Hopp! Ah, schade. Ich dachte, ich kann da drauf springen. Da bist du ja. Ich muss dir was zeigen. Okay. Komm, schieß dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Ach so. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Okay. Im Bereich Lager können Sie Gegenstände von den Bewohnern der Siedlung kaufen, auswählen, werden alle Ressourcen in Ihrem Besitz angezeigt. Drücken Sie, ja okay, ich zeig mir das Lager. Cool, ich habe nichts, dann gib mir Eichenholz. Wie viel brauche ich denn? 3. Okay. Lager enthält nun Eichenholz. Okay. Und jetzt? Was ist das da? Was? Landkonvoi? Aha. Es gibt keinen Handelsweg, keine Sie. Okay. Ja, toll. Wie wähle ich denn das Handelsmenü aus? Aha. Verstehe ich nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Wie soll ich denn das blöde Handelsmenü öffnen? Mit welchem Knopf und was? Was ist hier los? Entschuldigung, das war volle Absicht. Neue Gegenstände, okay. Okay, habe ich nicht. Konvois verwalten. Ich habe keinen. Und ich verstehe auch nicht, wie ich hier auf irgendetwas zugreifen kann. Wie gehe ich denn hier zurück? Was ist hier los? Habe ich irgendwie was verpasst? Vor allen Dingen, ich kann nicht mal auf die Optionen zugreifen. Ich drücke jetzt einfach mal auf irgendeine Taste, die wird schon richtig sein. Das macht mich irgendwie ein bisschen verrückt hier gerade. Was ist hier nur los? Nein, das ist es nicht. Nein, das ist auch nicht. Nein, auch nicht. Zurück kann ich auch nicht. Finde ich irgendwie komisch gerade und behämmert. Herstellung, Handel. Das ist doch das Handelsmenü. Aber warum kann ich da nichts machen? Handwerkern verfügbare Gegenstände kaufen. Ja, toll. Ja. Das ist ein bisschen behindert gerade. Meiner Meinung nach. Ich habe keine Ahnung, was ich drücken muss, weil mir das System auch nichts sagt. Und auch so gut wie nichts funktioniert. Egal welche Taste, ich kann nicht mal Escape drücken. Ich kann nur das Spiel verlassen. Ja, toll.
Funktioniert gerade nichts. Ich würde mal sagen, Leute, wir beenden das Ganze hier schon mal. Vielleicht, wenn ich Glück habe, weiß ich, wie es weitergeht, dann sehen wir uns gleich wieder. Tschö. So, da sind wir wieder. Und ich habe endlich dieses blöde Menü gefunden, was ich hier machen muss. So, jetzt müssen wir hier eine Scheiße, müssen wir hier kaufen. Ja, was da? Fahr. Bestätigen. So, da ist jetzt ein Konvoi unterwegs. Okay. Tja, ich habe alle Tasten gedrückt, nur nicht Enter. Ja. Das war sehr intelligent von mir, ich weiß. Sagt nichts. Ich verstehe schon. Ist in Ordnung. Danach verging die Zeit sehr schnell. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwamm. In der wenigen freien Zeit, hier wechselt ich mir gönnte, lernte ich das mehr Wetter ständig. Lol, über Charles, ich bin unsichtbar. Meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen, ihre Pläne durchkreuzen, dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihnen jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld, Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Was ist das unten eigentlich für ein Wasser? Das sieht aus wie das Abwasser in Köln. So, wie war das jetzt mit dem Pferd? Rufen hätte das mit Kuh. Mit dem Geräterad soll ich das aussuchen, aber das funktioniert hier nicht. Da ist doch ein Pferd. Ich nehme mir einfach das. Komm her. Ich habe bisher Assassin's Creed immer auf der Konsole gespielt und da ist es wesentlich einfacher, das kann ich euch sagen. Es ist einfach, drück hier, drück da und das war's. Eine Taste für alles. Und hier gibt es auf einmal 1 Milliarde Tasten, die dann nicht mal wirklich funktionieren. Finde ich halt persönlich ein bisschen ärgerlich. Ärgerlich? Ärgerlich, sagt man das so. Ja, ich kann mich nicht auf 2 Dinge gleichzeitig konzentrieren. Ich bin halt voller Idiot. Ey, ist das nicht der eine? Oh nein. Boah, oh mein Gott, oh mein Gott! Das wollte ich doch nicht. Absitzen. Gib Pfote. Kann ich ihn eigentlich füttern? Nein, das geht leider nicht. Hey, Ruhe hier. So, was muss ich denn machen? Wo? Die harte Tour. Dann starten wir mal die harte Tour. Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche. Nein, nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Okay. Tritt mit dem rechten Fuß. Jetzt weiß ich auch, warum ich andauernd Pech habe anstatt Glück. Und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Okay. Keine Furcht, Junge. Ich mache noch einen Seefahrt. Nein, danke. Und das Graussäglein ab in die Wanten! Und nicht einschlafen! Na los, Männer! Bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt! Lauf, Connor, lauf! Ich werde seekrank, ich vertrag kein Wasser. Ich wasch mich nicht mal. Ich habe eine Wasserallergie. Meistens nehme ich Haferflocken und reibe mich damit ein. Na los, Junge, wenn ich jetzt. Ja, ich komme, Papa Schlumpf. Auf das Vorsegel! Na komm, mach schon, sie weiß nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wo muss ich denn hin? Jetzt bist du mit ihr verbunden. Halbes Segel!
Alter, ist das cool. Ah, die Akia fliegt wieder. Fühlst du es, Junge? Wow. Setze Kurs auf Marthas Vineyard. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Sie ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und umso fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze ja, volle Segel, okay. Wenn du magst. Wie machst du das denn? Ich hab schon ein halbes. Gib mir alles. Alter, Sätze, das ist ja mal richtig Segel. Geil. Na, ihr Süßen da. Der Wind dreht sich bald. Sei wachsam, Conn. Böige Winde sind schwer zu reißen. Ich bin nicht so sicher. Halbes Segel. Heft auf halbes Segel. So. Man muss einfach nur gegenlenken. Ach, das Grüne ist der Wind. Ich verstehe. Ich verstehe. Volles Segel! Volles Segel! Holt euch den Wind! Jetzt bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Ja, ich gehe da hier mit dem halben Segel durch. Ach, Quatsch. Los, gib mir volle Segel. Power. Segel, holt euch den Wind! Boah, ich jag da. Ich jag da jetzt durch. Was ist nur heute mit meiner Stimme? Pass auf, Stimme Schiff los. Auf. Bleib auf Kurs, um dein halt Weg die Klappe, Mann. Ich weiß doch, wie ich mit dem Schiff umgehen muss. Ich überhole den jetzt einfach links. Darf man das überhaupt? Ja, ne? Damals gab es ja keine Regeln. Oh, guck mal, Leute. Da links, da ist die Black Pearl. Da ist Captain Jack Sparrow. Das sieht so cool aus. Das ist so geil, dieses Gefühl. Kreuzwinde! Geht auf halbe Segel! Okay, dann geh ich einfach links. Quatsch, rechts meine ich. Ja, Leute. Gib mir die Power. Ja, ich finde, ich bin ein guter Kapitän. Oder seht ihr das nicht so? Häuser. Wir sind bald da. Ich bin einfach nur der Größte. Weniger Knoten. Halbes Segel. So, halt, bringt sie zum Stehen. Ja, jetzt? Kräfte auf halbe Segel! Halbe Segel! Okay. Ich muss da doch reinbrettern. Weniger Fahrt, Segel streichern! Kein Segel! Kein Segel! Ab. Okay, das hat gut funktioniert, finde ich. Gehen an Land, Kanonen und Offiziere. Ist doch super. Oder seht ihr das nicht so? Ich hoffe, ach, ihr seht das sowieso so. Ist okay. Von daher passt das. Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vineyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich ja, zu sehen. Ja, sehe ich auch so. Hübschi. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast da, du da, wo du nicht warst. Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Die Akia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung.
Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Ton. Pass bloß auf, Kollege. Und du auch. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Amme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Okay. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Drecksack. Kriegt sie noch von mir. Ja, okay. Halt! So, Leute, ich würde mal sagen, wir machen hier Schluss und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschö!